Herzlich willkommen. Heute habe ich zwei Profifußballerinnen zu Gast. Beke Sterner, Ramona Meyer von der SGS Essen. Fast ein Stolperer für die Zunge. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr seid aber nicht nur Profifußballerin. Richtig? Du bist studiert. Du bist am Bund bei der Polizei. Bei der Polizei, genau. Aktuell aber beurlaubt oder freigestellt eben für den Sport und deswegen schon voller Fokus gerade auf den Fußball. Das finde ich gut, dass es auch die Möglichkeiten gibt. Der Frauenfußball ist immer mehr am nach vorne kommen, ist am steigen. Hängt natürlich auch durch die guten Leistungen, glaube ich, auch der Nationalmannschaft damit zusammen. Ne? Und das ist natürlich schön, dass der Sport in den Vordergrund rückt. Wie ist das denn für dich? Sag mal, du kommst jetzt, sagen wir mal, ein bisschen als Nachrückerin, du bist 20, richtig? Richtig. Bist jetzt auch im zweiten Jahr, glaube ich, wie die Ramona bei der SGS in der ersten Bundesliga mit dabei. Jugendnationalmannschaft, warst du auch? Wie ist das jetzt, wenn man so den Schritt geschafft hat? Ist das so ein persönliches Ziel erreicht? Ja, es ist schon ein Ziel. Es ist so ein, klar, man hat immer so Teilziele. Also ist bei mir zumindest so, mein Ziel war mal Bundesliga zu spielen. Das hat man jetzt geschafft und ist natürlich perfekt bei der SGS, weil man dadurch voll viel Erfahrung sammelt, auch in dem jungen Alter zu spielen. Ja, und jetzt ist das nächste Ziel Nationalmannschaft. Wie ist es bei dir? Du bist ein bisschen später in die erste Liga jetzt gekommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Ist ja schon ein bisschen Gegensatz, ne? Klassisch so aus der Jugend hoch und jetzt in die erste Liga. Bei dir jetzt, du bist, glaube ich, 28. Ja, genau. Gelesen habe, versucht meine Arbeit richtig zu machen. Ja, also tatsächlich das komplette Gegenteil. Ich habe erstmal in der Regionalliga gespielt, da dann meine Ausbildung angefangen bei der Polizei. Und erstmal bin ich in meinem Berufsleben gestartet als Polizistin und nach und nach sind wir dann mit meinem alten Verein, mit FC Ingolstadt, dann in die zweite Liga aufgestiegen. Habe da dann, ich glaube 4 Jahre waren es, dann zweite Liga gespielt und dann hat sich das jetzt eben so ergeben, dass ich bei der SGS Essen den Schritt in die Bundesliga wagen kann und jetzt einfach mich in das Abenteuer auch gestürzt habe. Ja, und wie gesagt, ist komplett anders wie bei Beke, also... Aber cool, das heißt, war das aber schon mal, als du jünger warst, war das ein Traum von dir, vielleicht Profi zu werden? Oder hast du gesagt, okay, ich bin gut, aber für mich ist sehr wichtig, auch das Berufliche, die Laufbahn immer da, ein zweites Stammbein zu haben, weil wir wissen, im Sport kannst du sehr schnell gehen, hast eine Verletzung, dann bist du rausgefühlt erstmal länger. Und dadurch, dass sich das jetzt so ergeben hat, hat sich da vielleicht auch ein Traum erfüllt von dir? Oder war das schon immer, ich arbeite jetzt bei der Polizei und ich will irgendwann in die erste Bundesliga? Ja, es war jetzt nie so das präsente Ziel oder der präsente Traum. Das war klar, immer als Kind will man Profisportler werden, in meinem Fall dann Profifußballerin. Aber so wirklich das Ziel vor Augen hatte ich nicht. Und deswegen ist es eigentlich umso cooler, dass sich das jetzt so auf Umwegen ergeben hat. Schön. Ja, dann Glückwunsch dazu. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Naja, muss man ja auch sagen. Ich glaube, der Weg ist ja ein bisschen vorgegeben, aber manchmal kommt er halt auf Umwegen. Und jetzt... Zweites Jahr in der ersten Liga. Du hast jetzt gerade gesagt, du pausierst auch oder beziehungsweise du bist freigestellt. Ist das dann, da muss ich mal reinfragen, weil ich kenne das so nicht. Ist es, du bist angestellt bei der Polizei und hast jetzt für die ganze Saison, das heißt, du bist jetzt nur mit vollem Fokus auf dem Sport. Wirst aber nebensächlich, wie ist das da, kriegst du dein Gehalt wahrscheinlich über den Sport? Bist du auch, weil du angestellt bist bei der Polizei, ist das dann zweierlei geteilt? Ich kann das nur von mir vergleichen damals. Ich habe eine Ausbildung gemacht und parallel halt Profi gemacht. Das heißt, ich hatte irgendwie zwei Einnahmen. Mhm. Nee, also bei mir, ich bekomme von Polizeiseite aus kein Gehalt. Mhm. Ich werde aktuell nur durchs Fußballspielen bezahlt und mache halt nebenher noch einen Nebenjob. Zweimal in der Woche vormittags im Café jobben. Ah, krass. Und das ist alles. Okay. Und du? Machst du auch einen Nebenjob oder bist du am Studieren, glaube ich, hast du schon gesagt? Ja, ich habe eine Ausbildung angefangen. Ja. Das hat aber zeitlich mit Fußball alles nicht gepasst. Das war einfach zu viel. Logisch. Habe ich dann gemerkt. Dann habe ich das Studium angefangen. Ja. Nebenjob gerade noch nicht, aber bin auf der Suche. Okay, das heißt, neben dem Fußball, wo ihr sehr viel Zeit reinsteckt, ich glaube, zweimal am Tag Training, plus die ganzen Physiotherapie, ihr müsst auf euren Körper achten, Fitness noch dazu, die ganzen PR-Geschichten, das heißt, es ist vom Zeitaufwand schon ein Hauptjob, aber du studierst, du machst nebenberuflich auch noch was. Ist das etwas, was ihr gerne geändert haben würdet, um nur den Fokus auf den Fußball zu haben? Oder sagt ihr, das tut mir auch mal ganz gut, wenn ich, keine Ahnung, einen Kaffee noch nebenbei jogge, weil ich einfach andere Menschen sehe, mit anderen auch dabei bin oder auch was anderes noch zusätzlich einfach habe oder erlebe? Also bei mir war es eben schon
schön, auch nebenbei was anderes zu sehen, zu hören, andere Leute kennenzulernen, weil du kommst neu in eine Stadt, ich komme ja ursprünglich aus Bayern, kommst neu hier nach Essen, kennst erstmal noch keinen außer die Mannschaft und gehst nur zum Training, wartest irgendwie, bis das Training beginnt. Klar. Und ist in seiner Bubble, ne? Ja, genau. Und von dem her war es ganz cool, andere Leute kennenzulernen, mal was anderes zu machen. Mir macht es auch total viel Spaß, im Café zu jobben und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig mittlerweile, dass ich da nebenbei auch was habe, wo ich auch mal aus meiner Bubble rauskomme und ja Spaß habe. Ja, ich vermisse das auch ein bisschen. Ich hatte das ja auch in der Ausbildung. Ja. Andere Menschen, anderes Umfeld. Jetzt merke ich, okay, ich studiere nur noch Fernstudium, bin nicht mal in der Uni. Bist auf dich alleingestellt. Ja, ne? Hab halt nur die Fußball-Bubble. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, auch mal eine Abwechslung zu haben und andere Leute zu sehen. Ja, bei mir war das genauso. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann mal aus der Bubble irgendwie ausbrechen konnte. Trotzdem legt man natürlich vollen Fokus gerade drauf, weil es geht einfach um, keine Ahnung, maximal irgendwie fit zu sein und die beste Leistung zu bringen und irgendwie auch nach vorne zu kommen. Wie ist das jetzt in Essen? Du jobbst im Café und in Essen spielt der Frauenfußball auch eine große Rolle. Wirst du da auch mal öfter angequatscht oder ist das so, die Leute nehmen das wahr und das spielt nicht so eine große Rolle? Schwierig für mich vorzustellen. Also ab und an waren schon mal Leute im Café, die mich dann erkannt haben. Ja. Das war dann ganz nett, aber ich glaube, das ist noch lange nicht so weit wie jetzt bei einer Alex Popp, wenn die auf der Straße ist. Ich glaube, dann wird die schon auch durchaus öfter erkannt als wir. Ja. Und deswegen ist das alles noch relativ okay. Okay. Ja, ja schön. Was studierst du überhaupt? Das finde ich ja ganz wichtig. Sportmanagement. Sportmanagement. Ja. Ist das auch etwas, wo du sagst, vielleicht schon mit Ausblick auf nach der Karriere irgendwann, dass du sagst, du möchtest im Fußball irgendwie erhalten bleiben und vielleicht auch Frage an euch beide, Richtung Management zu gehen, vielleicht auch Coaching. Ist ja oftmals so, dass man irgendwie seine Karriere hat und dann vielleicht sagt, ich möchte vielleicht mit Jugendlichen arbeiten oder so. Ist das was, was du dir vorstellen könntest? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Job Geschäftsführung, Teammanagerin schon echt interessant. Ich habe das auch beim DFB, ich habe viel mit der Teammanagerin gequatscht. Ah, okay. Und sie hat auch viel erzählt und ich werde auch bald mal ein Praktikum machen, einfach weil das genau das ist, worauf ich Bock habe. Auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, organisieren. Finde ich cool. Konnte ich, sag mal, in deinem Alter, das klingt, als ob ich so ein Steinalter Sack bin, aber 20, ich wusste wirklich nicht, hätte ich nicht wirklich. Bei mir war das echt so, wäre ich nicht Wasserprofi geworden, ich hätte es nicht sagen können. Ich habe eine Ausbildung gemacht, Versicherungskaufmann, so, das war so ein guter kaufmännischer Beruf. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt Fernstudium, aber was machst du? BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften, einfach um es möglichst breit zu haben. Aber wo hätte ich hingehen sollen? Ich habe keine Ahnung. Zum Glück hat es geklappt. Bei dir? Du sagst jetzt wahrscheinlich voller Fokus nochmal, neben dem Jobben wird jetzt nochmal richtig zweites Jahr. Das ist ja theoretisch noch neu. Klar kannst du das Profi sein, aber wie sehen da die Ziele aus? Ja, also ich setze mir auch immer relativ kleine Ziele. Ich weiß, bei Beke ist das noch ein längerer Weg und bei mir ist es ja dann aufgrund des Alters dann schon auch irgendwo. Ja, gut, du bist 28, ne? Limitiert. Kommst jetzt in die besten Jahre eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. So. Einfach mal gucken, was geht. Also, wo mein Potenzial hingeht, wie weit man das noch ausschöpfen kann und dann einfach mal gucken. Lasst auf mich zukommen. Okay. Wie seht ihr gerade mit eurer aktuellen Situation? Ich glaube, 4 Spiele. Jetzt überlege ich mal, wann wir kommen raus. Übernächste Woche. Okay. Ist wurscht. Wir reden jetzt hier gerade, ihr habt 4 Spiele absolviert. Ich glaube, 2 Siege, 2 Niederlagen. Das heißt, glaube ich, ihr seid im guten, gesicherten Mittelfeld. Ambition natürlich nach oben. Man muss natürlich auch realistisch jetzt irgendwie einschätzen. Was glaubt ihr hinter den Großen, die irgendwie immer da vorne sind, irgendwie Bayern und Wolfsburg? Habt ihr ein Ziel ausgesprochen für euch? Es gibt ja immer interne und externe Ziele. Klar, die internen werden wir hier nicht preisgeben. Aber was wollt ihr dieses Jahr erreichen? Was ist so euer Ziel? Vielleicht ein persönliches Ziel und ein Mannschaftsziel. Ja, also wir wollen auf jeden Fall die Leistung vom letzten Jahr bestätigen, wenn nicht sogar höher in der Tabelle stehen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr eine Top-Mannschaft. Mhm. Das haben wir jetzt gegen Frankfurt gezeigt. Und wenn wir so als Team zusammenspielen, wie wir es sonst auch immer machen, dann mache ich mir da gar keine Sorgen, dass es die Saison klappen wird und wir auch vielleicht weiter oben mitspielen können. Wunschplatzierung? Ja, der muss jetzt raushauen. Ja, mindestens ein Platz besser als letztes Jahr. Okay, sehr sportlich. Clever geantwortet. Und du? Ja, sehe ich ähnlich. Also Platz 6 wäre für mich das persönliche Ziel. Ja.
die großen ärgern. Ich glaube, das haben wir am ersten Spieltag auch geschafft mit dem Sieg gegen die Eintracht. Mhm. War, glaube ich, schon eine große Überraschung und einfach ein mega Gefühl, so zu starten in die Liga, in die Saison. Und ja, ich glaube, wenn wir konstanter spielen als letztes Jahr, dann ist es auch auf jeden Fall drin, der sechste Platz. Okay, sechster Platz. Ich weiß nicht, wie es im Frauenfußball ist. Wie viele Mannschaften gehen international? Auch vier? Nee, bei den Herren ist es ja noch mehr. Noch weniger? Zwei? Drei. Also die erstplatzierte Mannschaft ist direkt für die Gruppenphase Champions League und die ersten beiden müssen die Quali spielen. Okay. Also jetzt wieder aus Laiensicht, da müsste schon sehr, sehr, sehr viel richtig laufen, dass ihr unter die Top 3 kommt, ja? Ja. Ja, kann man ja mal, ist ja so. Man kennt ja selber. Manchmal ein bisschen Underdog, aber ist ja mal schön. Ist ja auch nicht schlecht, der Underdog zu sein. Nee. Ich bin mir sicher, ihr werdet es wuppen. Und ich muss dann auch endlich mal mit dem Marc und dem Malte mal mitkommen, um mir das mal, ne? Ja, bist herzlich eingeladen. Ach, yes, ich hab's wieder geschafft. Habe ich bei Marc und vom FC nämlich auch gemacht. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich bekannte Persönlichkeiten einlade, um mich dann immer direkt selber ins Spiel zu bringen. Das ist ja gut. Okay, schön. Ich muss natürlich, oder ich würde gerne nochmal drauf eingehen. Ihr habt, glaube ich, im Frauenfußball, haben wir auch wieder ein Vögelchen gezwitschert. Da ist auch ein sehr großes Gefälle. Jetzt nicht nur irgendwie gehaltstechnisch, haben wir ja überall. Aber gerade, da gibt es Spiele, Köln gegen Wolfsburg, habe ich gehört, da sind 30.000 im Stadion. Das ist ja schon eine krasse Hausnummer dann. Dann hast du aber trotzdem immer mal wieder, ob das jetzt bei euch ist oder auch bei anderen Vereinen, irgendwie 1.000, 2.000, 4.000. Ist das nur standortabhängig? Ist der Frauenfußball vielleicht noch gar nicht so krass im Fokus und auch da, dass das konstant da so an so 25.000, 30.000 rangeht? Wie kommt das zustande? Ist das dann dadurch, dass die Standorte so stark sind oder dass da extra viel promotet wird für das eine Spiel? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich glaube, klar, es liegt schon an den Mannschaften, wer dann spielt. Mhm. Es steigt ja, ich glaube, es ist so ein langsam steigender Ast, der da nach oben geht, merkt man ja auch bei uns. Wir sind jetzt gegen Bayern 4.500, war Zuschauerrekord tatsächlich bei uns. Schön. Aber für uns fühlen sich 4.500 auch schon an wie ein ganzes Stadion, weil Hafenstraße ist Hafenstraße und es ist einfach geil. Ja, ich glaube auch, bei anderen Vereinen läuft das halt jetzt. Letztens war ja dieser Highlight-Spieltag oder letztes Wochenende, wo dann in der Länderspielpause das Weserstadion mit, was weiß ich, wie viel waren? 30.000 im Stadion. Schon krass. Das ist schon cool und da wird auch promoted dafür und klar kommen da auch, glaube ich, viele Anhänger des Männer, der Männermannschaft eben. Das haben wir halt jetzt so nicht bei der SGS. Aber wie Beke schon sagt, wenn bei uns an der Hafenstraße 2,5 da sind und die gute Stimmung machen, dann ist das, das reicht. Auch super. Ja, glaube ich. Ist denn, Essen, die, ich meine, die spielen auch Männerfußball, welche Liga spielen die mit? Dritte Liga auch. Wie viel sind da? Wisst ihr, wie viel da Zuschauer kommen? Ausverkauft, ich denke schon, Das? 20.000, glaube ich. Zwischen 15 und 20, glaube ich, Okay, also müssen wir noch die Werbetrommel ein bisschen rühren, damit da mal ein paar rüberschwappen, ja? Mhm. Okay. Zu den Spieltagen bin ich dann entweder mal früher gegangen aus der Frühschicht, damit ich zum Training oder Spiel kann oder später zur Nachtschicht gekommen. Also ich war ja ganz normal im Schichtdienst. Viel am Handy, viel am Laptop, in den Mannschaftsbussen, immer da irgendwie gearbeitet, weil da ging es natürlich um Themen wie Gründung, Finanzierung. Dann kam noch irgendwie das Fernsehen mit Hülle der Löwen und das war alles so nebenbei, was der Verein zwar toleriert hat, aber ich habe das schon gemerkt, das fanden die nicht geil. Wann habt ihr für euch erkannt, ihr wollt Profi werden? Und was würdet ihr vielleicht den jungen Mädels da draußen mitgeben,